Im heutigen Video habe ich den Rank-Modus in der neuen Fortnite-Season gespielt. Doch dabei gibt es einen Haken, denn Trials durfte meine kompletten Rank-Runden kontrollieren. Das Ganze lief so ab, dass mir Trials alle 2 Minuten eine Aufgabe stellen durfte und ich diese auch erledigen musste. Falls ich es nicht schaffe, die Aufgabe zu erledigen, muss ich die Runde verlassen. Am Anfang starten wir bei einem niedrigen Rang und gehen dann rüber zu einem höheren Rank, wo Trials mich komplett auseinandernehmen wird. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein ins Video. So, wir sind jetzt in der allerersten Runde drin. Aktuell bin ich in Gold 2 und Trials wird gleich meinem Game reinjoinen. Und wir dann alles kontrollieren. Alle 2 Minuten ist es so, dass ich eine neue Aufgabe von Trials bekomme, die ich erledigen muss. Wir landen jetzt erstmal hier bei dem Spot hier hinten. Erstmal etwas safer. Und ja, ich bin sehr gespannt, was Trials da veranstalten wird. Das Gute ist, wenn schon mal ankommen. Zuschauen, okay, ich komme in die Klasse. Trials joint the lobby, okay, ich muss ganz schnell looten. Du hast da direkt eine Aufgabe, ja, wahrscheinlich. Und ich bin gedroppt, ich kann schon mal nicht abswitchen. So, Niklas, ich bin drinne. Ich sehe dich. Ja? Siehst du mal da Kollektion? Ah ja, Kiste, Double-Piste. Also ich kann jetzt jede 2 Minuten eine Aufgabe stellen, ne, die mir einfach gefällt. Ja, wo du einfach Bock drauf hast. Ich hab sehr, sehr, sehr doll Bock drauf, dass du die ganze Runde die Double-Piste spielst. Wie? Sollst du die Double-Piste im Inventar haben. Warum das denn? Die ist cool. Fängst du schon so an? Ich darf nichts anderes nehmen. Okay, das ist krass. Du kannst auch eine Pam spielen, aber die Double-Piste muss Inventar sein. Ob die blau, episch oder du kannst auch Gold haben. Ja, ja. Aber obwohl Double-Piste ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist gar nicht so böse von dir. So schlecht ist die doch gar nicht. Warum redest du so? Ist die schlecht? Ich habe zu wenig gespielt. Niklas, die macht auf Entfernung 8 Schaden oder so. Nein. Die ist totkacke. Also, damit du mal kurz weißt, ne? Ich bin gerade frisch eingewankt. Ich möchte eigentlich jetzt nicht, dass du mich hier komplett weggreifst, denn ich muss auch Ränge aufsteigen. Ich muss ja Meta machen. Und du wirst mich jetzt wahrscheinlich davon abhalten wollen. Ah ja, ich könnte natürlich, wenn du so abrankst. Aber Problem dabei ist, in einer Dreiviertelminute kann ich dir eine neue Aufgabe stellen. Und du bist ja relativ defensiv gelandet, ne? Ja. Wird vorschlagen. Ja, die Dreiviertelminute ist noch nicht um. Aber such dir mal schnell Loot zusammen, sage ich dir. Ich bin eigentlich schon fein vom Loot, würde ich sagen. Ja, ja, wenn du die Aufgabe bei Rank nicht erfüllst, musst du aus dem Rank-Game rausgehen, ne? Ja, ja, das ist ja klar. Und wenn ich es nicht schaffe, muss ich Game leaven. Wenn du es nicht schaffst, musst du Game leaven. So, einfach direkt. Direkt leaven, Niklas, direkt leaven. Okay, okay. Aber erstmal würde ich sagen, dass wir ein bisschen Spannung rein haben. Wir müssen mal direkt am Anfang des Videos ein bisschen Spannung rein haben. Du musst innerhalb der nächsten 2 Minuten einen Hit auf einen Gegner machen. Und das, Freunde, ist schon. Ja, 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 ein Hit. Bruder, wo soll ich die Gegner finden? Okay, okay, warte. Es gibt ja kein Nitro mehr. Nix. 2 Minuten, okay. 2 Minuten, der Timer startet. Ach du Scheiße. Okay, renn, 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 renn. Bitte zieh das Jumphead. Wenn jetzt kein Jumphead ist, ist es vorbei. Oh, ne, Klaas. Fast noch 1 Minute. Nein, ich will nicht lieben. Ich will nicht ins nächste Rank-Game. Aber wo soll ich die Gegner finden? Oh, ja. Ich bin auch nirgendwo in der Nähe eines neuen Gebietes. Die meisten landen ja im neuen Gebiet, weil es ja neu ist. Das war's. Ich muss jetzt nicht direkt lieben. Ich war instant Minus. 2 Minuten gehen lange, lange, lange. Schnell, fahr. Gegner. Ich suche. Mach die Augen auf, Niklas. Ich mach sie so auf. Bitte nicht. Oh, nee. Nein, die 2 Minuten sind gleich um. Aber wie unlucky, dass hier gar keiner ist. Du hast echt unlucky. Ich dachte eigentlich, das ist eine easy Aufgabe, weil... Hä? Bitte. Es sind nur ein paar Sekunden. Irgendwo muss es ja sein. Krieg ich gleich ein paar Bonussekunden? Okay. Du kriegst 30 Bonussekunden, wenn du ein Item aus deinem Inventar droppst. Jetzt. Ja. Oh, was? Okay. 30 Bonussekunden schreibe ich auf, zack. Ich glaube, Impuls war gar nicht smart, aber ich habe ein Auto, deswegen bitte ein Gegner. Du musst ja nur anschließen, du musst ja nicht fighten. Ich weiß. Wenn ich einen sehe, fighte ich ihn aber. Ne? Nein. Ey, das darf nicht so beginnen! Nein! Ey, es ist over, glaube ich. Ich kann nichts tun. Ist nirgends so einer. Toll, ich muss auf. Jetzt ja! Nein. 10 Sekunden noch. Nein. Hab's! Nein. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Willst du noch direkt fighten? Am liebsten. By the way, die nächsten 2 Minuten sind natürlich dadurch schon wieder um. Dementsprechend würde ich sagen... Hä? Das ist ein Bot! Nein, der ist okay. Sauer auf mich. Aber warum steht er da einfach so? Okay, komm, gib mir die nächste Aufgabe. Und so nächste Aufgabe, das sind mir noch 23 Leute, ne? Das ist krass. Aber mein Loot geht eigentlich actually fit, sag ich ehrlich. Also so, ich kann damit easy ein paar Fights taken. Aber obwohl, ich glaube, ich habe unter den 20 den schlechtesten Loot. Nee, Quatsch, die Double-Piste ist gut. Ja, die ist richtig gut. Graue Tech, richtig geil. Ja. Boah, du hast echt gut hier, das gefällt mir nicht, Niklas. Ich möchte natürlich, dass du nicht gewinnst. Dementsprechend, Ja, nee, immer ruhig auf. Naja, ich so gar nichts. So, Niklas, schau mal bitte deine Splasher. Die brauchst du nicht mehr. Ja. Okay. Ohne die zu benutzen. Ja, einfach splashen. Dann ist Splash einfach weg. Darf ich die noch wegwerfen, damit sie keinen Gegner kriegt? Nee. Du musst jetzt sein, viele Gegner. Komm, hier, schön in die Box rein. Schön zum Verschenken.
Perfekt. Okay. Also das ist schon wieder sehr asozial auch, ne? Sag ich euch ehrlich. Du hast 4 Smashdown gedroppt und 4 Minis bekommen. Das ist ja wohl das Mindeste. Das war eine nette Aufgabe. Ja, okay, das stimmt. Das ist okay. Ich werde jetzt noch richtig fies gleich sein, weil jetzt gar nicht mehr ernst. Richtig fies. Grad war schon fast fies. Ich hätte gerade mein Game verlassen müssen. Aber du hast mir nochmal eine zweite Chance gegeben. Ich bin dir ehrlich, das war wirklich fies. Ich brauche mal Gegner, ich brauche ein bisschen Action. Ich gehe jetzt einfach die Medaille aus, Tabükin. Schlauste, was ich jetzt machen kann. Gegner vor mir. Rein ins Gemetzle. Rein ins wilde Gemetzle. Das sogar das Medaille. Trios, das ist jetzt der wichtigste Fight. Nein. So, neue Aufgabe, Niklas. Wie? Genau aus diesem Grund fightest du diese Person jetzt, die du vor dir siehst, so lange, bis sie tot ist. Oder du hast die Aufgabe nicht erfüllt. Okay. Entweder du stirbst, entweder du gehst raus der Runde oder die Person stirbt. Los, Niklas. Oh mein Gott, Niklas! Ja! Trios! Das sind die Medaillons! Nee, das war zu einfach. Geile Aufgabe, hä? Na, hast du gedacht, ne? Aber ich bin gut, Trios. Ja, yeah, guck mal, passt gleich auch nochmal. Hier, guck mal, ich zeig dir direkt mal, wie es hier läuft in Rank. Tag, Peace. Baust du so hoch? Oh, oh. Nee. Oha. Trios. So. Box bei Garnacho. Und Garnacho wurde boxt. Der hat es, der dies boxt im Titel, weil er selber nur geboxt wird. Mixer. Oder? Hab ich höre Geister, glaube ich. Ja, doch. Ich ah. Okay. Weglass. Ja. Für die nächste Aufgabe. Stopp deine Pumpgun. Wie? Job sie. Die Mission Pumpgun gönne ich dir nicht. Nee. Dein Ernst? Die darfst du nicht haben. Ich gönn dir eine andere, gönn dir noch eine Double Pistol am besten. Ja, komm mal. Nee, nix Double Pistol. Warte mal, Alter. Stimmt, du musst. Warte mal, Niklas. Ich hab sehr, sehr, sehr doll Bock drauf, dass du die ganze Runde die Double Pistol spielst. Oh, oh. Ey, du hast mich auch nicht dran erinnert. Du hast mich nicht dran erinnert. Okay, ich muss dir ehrlich geben, wir haben beide nicht dran gedacht. Wir haben beide nicht dran gedacht. Aber ich hab damit ja auch nicht keinen Kill gemacht. Ich sag dir so, wie es ist. Ich hab die letzte Aufgabe schon im Kopf und die wird verdammt, verdammt fies. Und ich sag, die ist fast unmöglich. Also wenn du die schaffst, okay. Okay, heißt, ich muss das Game wahrscheinlich zu 100% verlassen. Nee, ich glaube, du wirst eher dran sterben. Aber Niklas, okay. Mach dir mal keinen Kopf. Kann ja sein, dass du einfach schnell alle Gegner holst und dann komme ich gar nicht mit den Aufgaben hinterher. Aber Niklas, ich würde sagen, du wirfst jetzt erstmal all deine Medkits weg und bleibst jetzt erstmal noch 20 Sekunden in der Zone. Das ist die nächste Aufgabe. So, alle Medkits werfen darfst du nicht mehr benutzen. So, Timer läuft. Gar nicht mehr benutzen! Ey, gar nicht mehr benutzen. Aber ich darf. Ich muss einfach stehen bleiben, oder was? Einfach stehen bleiben hier. Was ist das denn? Du hast voll viel Leben bei. Guck mal, voll viel Blue Life und sowas. Du brauchst Green Life gar nicht. Du bist ein guter Spieler. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ist das Assi. Jetzt kannst du die Medkits nochmal ganz schön angucken, weil die darfst du nicht mehr benutzen. Ja, ja. Dein Nick Mais kannst du sehr gerne dir reinschieben. Ja. Lecker Mais. Ich schiebe mir so mit Herz rein. Aber wie viel ist es? 4, aua. Guter Trade sogar nicht. Ja, nochmal ein Fist. Ich muss aber sagen, ich bin mit meinem Loot zufrieden. Also dafür, dass du mein Rankgame kontrollierst, ist eigentlich so gut. Dafür bin ich noch gar nicht. Da bin ich mir noch gar nicht zufrieden. Aber vertraut mir, Freunde. Wenn ihr denkt, mache ich gerade Lush, vertraut mir bis zum Endgame. Ich werde dann mal richtig reinhauen. Und Niklas hat da gar keinen Bock drauf. Weil Niklas hat eine Waffe in seinem Inventar und ich ein einziges Mal benutzt, obwohl ich die extra in seinem Inventar reingemacht habe. Er will sie einfach nicht benutzen. Die ist einfach da. Die ist für nix da einfach. Du hast mir einfach einen Inventar-Slot gestealt. Die müsste öfters da sein, meiner Meinung nach. Egal, wir machen das mal ganz entspannt weiter. Niklas. Als erstes würde ich sagen, spielst du für den Rest der Runde erstmal keine R mehr. Die brauchst du nicht. Also keine zweite Waffe mehr. Du spielst jetzt die SMG als zweite Waffe. So. Okay. So. Aber das ist eigentlich fair, sag ich ehrlich. Genau. Ist okay. Das ist süß von dir. Die nächsten 2 Minuten wirst du dann untergehen. Ja, gerne. Ich bin süß, aber gleich findest du mich nicht mehr süß. Oh. Nicht gut. Ah ja, aber das Gute ist, ich kann schon mal kein Minus mehr machen. Also. Hast du eigentlich schon einen schönen Metz gefarmt, oder? Ja. Dann fahren wir mal schon weiter. Hä? Ich sag ja nix. Aber falls du fighten musst, nicht, dass du dann stirbst. Weil du sollst ja schon von den Aufgaben her sterben, ne? Nicht von. Dann sind nix Fights, nicht? Also, ich werde nichts sagen oder so, ne? Aber guck mal, der ist crack. Oh. Nächster Fight. Und da sind wir. Oh, da sind die Medaillons. Und dann da. Darf ich die töten? Na klar, kannst du dafür töten. Jetzt haben wir noch keine Aufgabe vor mir. Kannst du machen, was du willst. Ich warte erstmal tatsächlich sogar. Oh oh, der ist gar nicht schlecht. So, Niklas, und jetzt möchte ich, dass du Stein und Metall droppst. Oh, es war so klar. Jetzt habe ich keine Mets mehr. Und jetzt hast du 20 Pilze noch und das ist Holz. Das ist richtig schlecht. Was ist das denn? Na, was machst du jetzt, Niklas? Und ich, genau jetzt, wo ich gegen beide Medaillons fallen, das sind die Stacktesten in der Lobby. Das ist komplett richtig. Ja, und ich wurde gescannt. Bleibst du da oder bleibst du nicht? Was machst du, Niklas? Erzähl mir von deinem Plan. Erzähl uns doch was. Ja, was soll ich tun? Ich muss einfach rumsitzen. Und ich werde die ganze Zeit unsichtbar bei jemandem ducken. Also, Niklas, ich habe richtig Spaß. Ne? Mir macht das super, super Spaß. Wir können sowas gerne öfters machen. Das ist super. Oh, du hast noch richtig wenig Metz. Pass auf, Niklas. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Danke nochmal für die Info. Ne, ich tippe das jetzt. Nein. Du hast noch Metal Walls. Denk dran. Okay, ja.
Warte mal! Nein. Das nächste dreimal, wo du angehittet wirst, also wirklich einen Hit kassierst, da darfst du kurz bauen, aber dann musst du anfangen zu tanzen danach, anstatt dich erstmal zu wählen. Tanzen? Wenn ich wie oft angehittet wurde? Jetzt die nächsten drei Male. Wie kommt man auf solche Aufgaben? Was ist das für ein Dreck? Du tanzen? Wir machen das nächste einmal, aber du musst schon auf... Oh, warte mal. Einmal reicht. Ja, die hier, dann Double MP. Warte mal, aber die Aufgabe musst du erfüllen und sogar die nächste Aufgabe kommt auch gleich, ne? Oh ne, ich muss den schnell töten. Ich bin aber Double King. Oh, Niklas, die nächste Aufgabe ist brutal, sag ich dir. Bitte. Okay. Aber da, warte ich. Na, er ist tot. Ist das ausgewählt oder nicht, Chat? Oh. Nein. Oh. Dafür habe ich ja ein ganz anderes Problem. Du hast überall keine Wall hin, außer auf dem Dach, Bro. Was bringt dir das? Mach doch in der Richtung, wo der ist, Digga. Danke, mein Lieblingscoach. Aber was soll ich da tun? Okay, als Bestrafung darfst du in den nächsten 4 Minuten, ich habe den Timer laufen, nur die Doppelpiste spielen. Und das ist also... Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ab jetzt kann Niklas das Trendy Bomb machen. Oh. By the way, es sind nur 4 Leute. Das ist eigentlich für ein anstrengendes Game hier. Ja, aber viele Kills kannst du trotzdem nicht machen. Und ich schwimme. Und wir schwimmen wie ein Schwimmer. Hä, warte mal, wo ist das Dash-Wasser? Ich krieg kein Dash. Ah, jetzt. Hä? Also ich werde mich jetzt vercampen und dann irgendwann läuft die Zeit ab und dann ist es fein. Bist du bereit für die nächste Challenge? Ja. Du hast ja jetzt wieder echt viele Mats gefarmt und die sehen auch super aus im Moment. Die kannst du auch behalten deswegen, definitiv. Ich finde aber, du bist mir ein bisschen zu unscuffed und ich finde, du solltest mehr bauen. Crack mal jetzt 10 90s nach oben. Schon mit Boden, genau. 1, 2, 3. Was soll das denn? 6, 7, 8, 9... Du zeigst deine Männlichkeit damit. Alle wissen jetzt, du bist... Hier, du noch ein Bonus-Dance. Was denn? Ja, genauso. Genauso. Oh, Niklas, was machst du da? Okay, das war ziemlich riskant. Ja. Okay, jetzt habe ich auch wieder meine Mats verloren. Aber ich habe noch Medal. Und du noch eine Minute, dann kommt direkt die nächste Aufgabe. Brauchst gerade ziemlich lange für deine Aufgaben. Ich mache jetzt ein bisschen Druck. Und zwar ist die nächste Aufgabe sehr brutal. Wann darf ich wieder mit der Pump schießen? Mit der Pump schießen? In, warte, 1,5 Minuten. Wie? Immer noch? So lang? Okay, Niklas, nächste Aufgabe. Ab jetzt nur noch Double Piste und Abfahrt dafür. Wie? Ah, ich habe sie sogar gedoppt. Und ab dafür, Niklas. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Für deine Lieblingswaffe, Niklas. Was hast du mit der? Du hast mir 3 Aufgaben mit der gegeben. Ja, die ist doch super. Ist wo ist denn der Gegner hin? Der kämpft hier. Oh mein Gott. Wo ist er, Niklas? Wo ist er? Nein. Wir sind jetzt fighten? Ist die Frage. Oh oh. Oh nein. Der kämpft, ich weiß nicht. Niklas. Der kämpft. Ah, oh mein Gott! Niklas, nein. Ich hab mich gerade wieder verschrocken. Hast du eigentlich schon mal No-Build gefragt? Rein theoretisch reicht das nur. Was habe ich gefragt? Hast du schon mal No-Build gespielt? Ja. Wie findest du den Spielmodus so? Scheiße. Toll. Toll findest du ihn. Na gut, dann. Nein, scheiße. Mach es nicht. Ich möchte, dass du alles aus deinem Inventar drops, außer die Piste und einen Mini. Aber Waffen und, also die Metawalls und deine Mets darfst du behalten. Alles gut. Der Biggie kannst du jetzt auch noch ruhig nehmen, alles gut. So, aber jetzt 6 Minis droppen und 4 Bandagen. Zack, du brauchst gar nicht mehr. Du bist eh der beste Spieler. Bin scheiße, bin ich. So, Niklas, du hast jetzt eine Double-Piste. Wenn du schaffst, jetzt 2 Minuten zu überleben, darfst du dir noch eine weitere Waffe nehmen. Oh, Medkits, Game-Changer. Wenn du schaffst, jetzt 2 Minuten lang zu überleben, darfst du dir wieder eine Waffe nehmen. Ich kaufe einen Counter. Okay. Das ist noch eine Double-Piste. Nimm sie dir. Na komm, deine Lieblingswaffe, oder? Meine Lieblingswaffe. Ne, deine. Nee, meine nicht, deine. Warte mal. Oh, da geht die Party ab, oben. Warte mal. Nee, Chaios! Nee. Der ist low. Der ist nicht low. Egal. Digga, deine Waffen. Du darfst noch keine benutzen, 1,5 Minuten lang. Brauchst du Mats? Wie soll ich dafür gehen? Nein. Keine Mats mehr. Oh mein Gott! Nein! Oh. Kiss my crack! Oh. Ey, aber 2. Platz, Bro. Ja, ist ja ehrlich, mal so gut. Das war zu leicht für mich. Ich bin dafür zu gut. Guck mal jetzt hier, zack, Aufstieg, was denn? Zack, Gold 3. Und wir gehen Richtung Platin. So, Alter, sogar 59%. So, wir gehen jetzt in Runde 2. Problem ist jetzt nur, ihr seht schon, ich bin Diamond 3, 53%, heißt kurz vor Elite. Und die Gegner werden jetzt hier absolut verölt sein. Und Trios wird mich jetzt, denke ich, richtig auseinandernehmen. Trios, treten Sie meiner Gruppe bei, denn ich bin schon in der Runde und warte auf Sie. Warte, ich brauche kurz einen Landing-Spot. Stimmt, ich bin jetzt ja in Diamond 3, heißt, ich darf jetzt gar nicht so dumm landen, ne? Also offensiv. Grand Glacier lande ich jetzt. Und willkommen rein. Und ich lande schnell, bevor du dir irgendwas einfallen lässt. Oh, warte, oh, mir ist doch ein Gegner. Den ersten Kill habe ich schon mal, theoretisch. Schaust du mir gerade schon zu? Ja, ich schau dir zu. Was ist eigentlich so der Lieblingspump gerade im Spiel?
alle eigentlich recht gut. Es gibt ja drei Pumpkins. Muss mir jetzt dein Lieblings-Pumpkin sagen, also. Gatekeeper. Dann darfst du jetzt nur Gatekeeper spielen. Echt? Ja, muss jetzt die andere wegdroppen. Ja, also voll geil. Okay, also wir fangen erstmal ruhig an, oder was? Fangen erstmal ruhig an, darfst nur Gatekeeper spielen. Okay, aber warte, ich muss erstmal eine finden, ne? Ja, das ist ja das Ding. Warte, aber die Uhr tickt ja wieder, ne? Du darfst ja gleich schon wieder was machen. Und wie macht die Ska? Die macht ratatata. Ja, und Gatekeeper. Die darf ich spielen? Oh, ist ja ein richtiges Downgrade, ne? Eine graue Pump zu einer grünen Gatekeeper. Du machst es mir, glaube ich, zu leicht gerade. Ach, denkbar nicht. Boah, guck mal, eine super Chess. Ich bin gespannt, was da rauskommt. So ein Jackpack wäre geil, oder? Das ist irgendwie zu gut, Nude. Irgendwie, Niklas, wird das Zeit für die nächste Aufgabe. Und du hast mir ein bisschen zu guten Nude. Aber mir gefällt es auch nicht, dass du noch erst einen Kinder hast, ne? Wie wäre es denn erstmal, wenn du jetzt keine Mets mehr farmst und einen Gegner pusht, aber keine Aufgabe, sondern das machst du jetzt einfach mal. Okay. Und nebenbei droppst du jetzt einfach mal deine Aug. Die brauchst du nicht. Ah, meine, okay. Du willst ja mit deinem Lieblingspump ausspielen, weißt du? Achso, okay, ja. Danke, ne? Gerne, klar. Heißt, wenn drei meiner Schüsse weg sind, dann ist einfach Feierabend, oder was? Ja, genau, so ist es. Na, okay, das ist ehrenlos. Egal, ich hab noch hier die, ja, guck mal. Bum, 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 bum. Oder hier, Raketen. Das Ding ist halt, die Gegner sind ja alle gar nicht so schlecht, weil ich jetzt schon ein bisschen hochgewankt bin. Welches Rank bist du? Ich bin Diamond 3 Wank. Ja, in der ersten Runde warst du erst Gold, jetzt ist es schon ein bisschen spannender. Schau es dir an! Oh. Rein ins Gemetzle! Okay. Keine Hits, warte, wir warten wieder. Warte, ich darf keine Mets haben, ne? Stimmt. Machen wir weitere Gegner, ja. Jo! Und rein! Das klappt ihn mir nicht. Hä? Bin weg! Ich will eigentlich fighten gehen. Okay. Warte, hier ist wer? Ich glaube, ich sehe ihn nicht. Ich glaube, ich sehe ihn auch nicht. Diggas, die nächste Aufgabe kommt. Alle ja? Mets droppen, da gehen erst eh los. Ah, ja, jetzt! Oh. Jetzt! Was ist das? Der Gegner ist los, mach Raketen-Eck schon rauf da. Ja, aber der hat ein Jetpack. Oh, das ist doof für dich, weil du darfst keine Mets haben und hast jetzt einfach keine Mets mehr. Der ist weg. Nein, du hast mich gescammt. Du spielst hier mit. Ey, der ist da vorne. Hol ihn dir. Digga, wenn du dich. Nein, du musst die mit Handschuhe holen. Los. Nein, was machst du denn? Digga, er haut doch ab. Oh mein Gott, du hast es spät gemacht. Ja. Mach ja. Auch die Raketen. Aber die hinten also, nicht. Links und rechts, Tick. Komm, mach einfach. Nein! Es geht keinen Schuss mehr rein. Nein, der bleibt jetzt stehen. Ich jag den jetzt. Das gibt's nicht. Wo ist der hin? Trius, weißt du, wohin ist? Willst du mich vielleicht auch mal ein bisschen coachen? Im Busch auf jeden Fall schon mal nicht. Nee, ich wäre eigentlich genau das Gegenteil. Ich wäre eigentlich, dass du down gehst. Du hast 8 Bills. Okay, ist hier auch wirklich down. Oh mein Gott, nein. Nein! Mann! Trius. Hätte ich jetzt die Scheiße auch gehabt. Du hast meine Auge gescampt. Jetzt habe ich Minus gemacht. Wie viel? 2% ist aber noch akzeptabel. So, wir sind hier in der nächsten Runde drin. Trios schaut mir noch nicht zu, aber ich brauche jetzt erstmal wieder kurz einen Landing-Spot. Wo ich am besten nicht direkt... Ja doch, wir gehen nochmal Grand gleich aus. Hat ja vorhin eigentlich ganz gut geklappt, nur bis Trios mir leider alles weggenommen hat, was ich hatte. Okay, brauchen schnell guten Loot, bevor Trios gleich reinkommt. Ich würde sagen, wir gehen einfach instant rein. Der hat niemals mein Looter-Typ. Nikolas! Ja, hallo. Na, willst du reinjoinen? Ich komme jetzt rein. Ich hab direkt die erste Aufgabe für dich, okay? Also hast du schon was im Inventar? Ja. Job mal bitte deinen zweiten Slot aus dem Inventar raus. Ich weiß noch nicht, was es ist. Einfach so, okay. Das war eine Double MP, aber dann ich hab neben mir direkt eine andere MP liegen. Okay, schade. Aber gar kein schlechter Try. Ja, aber ich würde an deiner Stelle jetzt mal die Gegner eliminieren. Die müssen fighten und dann mische ich mich ein und zack bin ich da, weißt du? Wie ein Tiger, der zuschlägt. Aber warte nicht zu lange, denn in einer halben Minute habe ich die nächste Aufgabe für dich. Und ich will nur mal kurz anmerken, ich bin dafür da, dass du die Runde nicht gewinnst, ne? Ich bin gegen dich, nicht für dich. Aber wir sind zwei. Psst. Kleinen Sneaky Play. 15 Sekunden habe ich die nächste Aufgabe für dich parat. Das ist gerade sehr intens hier. Ich weiß nicht, warum die nicht dippen. Nicht, ne? Ich dippe. Du dippst. Ich glaube, die nächste Aufgabe für dich, du dippst nicht. Wie? Ganz im Gegenteil, du feindest die. Was ist das für eine Scheißaufgabe? Doch, immer dir da. Oh. Niklas. Ich konnte nicht mehr springen, ne? Egal, ich habe die neue Shotgun, ich habe die neuen Tricks drauf. Alles gut, mach den ruhigen. Eine Minute 10 hast du noch Zeit, dann ist die nächste Aufgabe da. Oh. Sieht so aus, als würde der dich töten wollen. Ich weiß nicht warum. Miese Prise, 3 Bills. Verarscht, sind doch nur 2. Was macht der? Wer spielt denn mit dir? Oh, ein Bild. Ich komplett auseinander gerade. Komm. Nein! Achtung! Was für ein Pump, der liegt im besten Pump! Oh mein Gott. Ich bin da! Zeus! Okay, sehr gut. Ich muss immer noch hier bleiben, ne?
Ja, du musst den fighten. Ja, das ist nicht dein Ernst. Ich habe jetzt noch so einen Impulser zum Dippen. Nee. Du hast null Kills, das darf so nicht weitergehen. Das sind Berries, rechts hinten im Fenster. Sind keine Berries. Doch wirklich, wenn du jetzt den Gang da dann gehst, wo du es abgebaut hast, links, dein Fenster. Da genau da, wo das Fenster ist. Wenn du da rausguckst. Vertrau, ich war auf alles sogar. 100 Euro. 100 Euro. Jetzt noch einer. Alles. Aber geh da bitte kurz hin. Ich will, dass du dich zeigst. Siehst. Ja, jetzt zum Fenster. Geh zu weit, Fenster links da. Nein. Er hat die mitgenommen. Ich schwöre, da waren welche. Ich schwöre, da war. Der Cutter muss dir zeigen. Die waren da wirklich. Oh. Oh, oh. Du Bild Cash hab? Darf ich tippen? Nächste Aufgabe? Ja. Ich überlege gerade. Okay, nächste Aufgabe. Könnt ihr das Medkit? Nimm das Jetpack und dann ab in die Zone erstmal. Jetpack? Ich weiß ja nicht, wie man damit fliegt. Wie fliegt man mit dem Jetpack? Das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt für dich herauszufinden. Warte, so. Ja, Doppelsprung. Netz. Boosten. Geht nicht. So, booste. Ich drück doch X. SRG. Das? Das sieht so nass aus damit. Was ist das? Wenn du jetzt runterfallst, bist du am falschen Tod. Du bist am falschen Tod. Oh mein Gott. Wie du da hattest. Rückwärtslacher. Ich weiß nicht warum, Niklas, aber ich mag das heute so ganz besonders. Drop mal all deine Mets nochmal. Der, wieso? Hier sind Gegner recht zu mir. Du weißt schon, ich möchte, dass du Zero Build hier spielst, ne? Ja, ich merk schon. Aber wir spielen hier kein Zero Build Rank, wir spielen Build Rank. Rank. Aber guck mal, ich kann mich immerhin schon mal wieder einbauen. Für Notfall bin ich jetzt... Ich bin parat für Notfall. Also so halbwegs. So, alles schön wieder. Refarm. Guck mal, noch 35 Leute. Aber willst du nicht die Sturmfeuersage holen? Das ist ja keine Aufgabe, aber es bringt ja was, weißt du? Ja, gut Call eigentlich. Da krieg ich auch Loot dann her. Genau, eben. So, nächste Aufgabe habe ich auch gleich parat. 10 Sekunden stehen bleiben wir jetzt. Nächstes Mal. Aber am Einbauen. 9, 9, 8, 7, 6. Dein Ernst! 4, hallo! 3, 2, 1. Nein! Oh mein Gott! Hast du einen Sitzen? Oh, Digga, ich bin sogar echt mit ins Schwitzen gekommen. Oh mein Gott, du musst weg. Trials! Was sollen die Grütze? Aber wolltest du eigentlich die Bot holen? Nee, wollte ich nicht. Jetzt hat er die. Auf Karum. Jetzt hat er den. Oh mein Gott, warum standest du denn da auf Karum? Oh Mann, ja. Das war lost. Ja, richtig lost. Ja, guck dir mal den Bot an. Guck dir den Bre an. So, da tue ich auch gerade auch aus. Er will mich immer noch in Anstellen sehen. Hier ist wer. Du hast nicht so viele Bits, ne? Ich hab schon gar nicht eine nächste Aufgabe. Bro, ist ein Bot. Ja, guck dir den an. Den Pflaumenpflücker. Da kommt auf dich, glaube ich, ne? Ja. Da kommt auf dich. Zack. Du hast keine Bits mehr, 8 Bits. Okay, Trials, mach kurz einen Dip ein in die Zone. Weil ich stehen bleiben muss, laut dir. So, nächste Aufgabe. Stirb an falscher Anspruch sein. Nein. Ja, korrekt, Bro. Na komm, was ist die nächste Aufgabe? Ja, hast noch 30 Sekunden Zeit. Ja, geil, natürlich. Da kann ich ja noch ein bisschen looten, ne? Okay, meine nächste Aufgabe ist, geh zu Mongrel X Mr. Savage Spot, den damaligen. Weißt du noch, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß wo. Okay, dann fahr ich damit. Und dann loot ich erstmal ein bisschen hoch. Ich geb dir die Zeit, weißt du? Im Endeffekt bin ich dafür da, dass du das Video, also beziehungsweise hier die Runde nicht gewinnst, okay? Ja. Aber ich will natürlich auch, es muss ja auch ein bisschen Spannung drin sein. Also loot dich mal ein bisschen hoch, mach den ganz entspannten. Ah, auch mal. Ja, ich erlaub dir jetzt. Also. Du hast jetzt so ungefähr noch 1,5 Minuten Zeit, dich zu looten und dann sage ich, stopp alles. Wie? Nee, war ein Spaß. Aber, also noch nicht, sag ich noch nicht. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dir, ne? Egal. Ich fahr zum, ich glaub, der ist, warte, ist der nicht eh schon lootet? Ja, wahrscheinlich schon. Hier muss ich das looten, okay? Oh, warte, maybe soll echt ankommen. Warte, hat er irgendwas zu verkaufen? Oh, dein Ernst? Das ist aber ein cooler Loot-Spot. Ich glaub, hier wäre ich sack. Oh, unterschätzt das mal nicht. Darf ich hier wenigstens außen irgendwie Mets oder so farmen? Also so Bäume? Ja, mach das ruhig. Ich muss einfach nur in diesem Gebiet hier behalten, Stan. Ja, du warst jetzt eh da. Du kannst, weil für mich kannst du, von mir aus kannst du jetzt auch wieder weggehen. Farm dich einfach hoch, so. Die nächste Aufgabe kommt eh in einer halben Minute. Ich habe, by the way, noch 0 Kills, weil du mich hier auch einfach in Handschellen sehen willst. Aber du siehst auch gefühlt die Gegner, ne? Ja, nee. Also doch, eigentlich schon, aber ich muss die ganze Zeit wegrennen. Oder irgendwelche Zone-Fights machen. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Eine halbe Minute ist wieder um. Beziehungsweise insgesamt 2 Minuten. Das ist gerade Top 19. Und du hast recht, du hast 0 Kills. Du musst bis zu Top 10 einen Kill machen, sonst musst du die Runde leaven. Okay, das schaffe ich. Und das schätzt das mal nicht. Ich sterbe mit deinem echt schnell weg, also wirklich jetzt. Das ist echt schwierig, sage ich. Boah, das kann so echt hart werden, ne? Vor allem, wenn ein Fight so ein bisschen länger geht. Oh, bis zu Top 10. Okay. Und ich habe auch noch scheiß Loot. Hier unten ist wer. Oh nein. Oh nein, der ist echt kacke.
Hä? Zieh durch, Bro, zieh durch! Nein, wir stehen! Er ist so am Durchziehen, Niklas. Ja, Mann, den wirst du niemals bekommen. Nein, krieg ich auch nicht. Das Problem ist, du darfst mir währenddessen auch noch gleich Aufgaben stellen. Das ist ja nochmal genauso dumm. Top 16. Warte, es geht echt viel zu schnell. Es geht viel zu schnell. Ja, wo soll ich jetzt die Leute finden? Ja, das ist deine Aufgabe. Oh, Trios. Was ist denn das hier? Gib mir Gegner. Oh, Gegner. Nein, der hat alle Medaillen aus, der Typ. Den darf ich nicht halten. Trios, der hat alles. Der ist irgendwo. Er ist hier mir. Ich war weg. Da. Siehst du das, was ich sehe? Oh mein Gott, die sind low. Nein! Digga, Niklas, den musst du nicht bekommen bis Top 10. Guck mal, wie der dich eingeboxt hat. Hä? Du musst ihn losen von Wasser, du musst ihn losen. Der ist ja nicht. Nein. Du bist dumm, du bist dumm. Was? Der ist ja nicht am Wasser connected unten. Du musst einfach nur alles kaputt machen. Unten. Unten. Ja. Okay. Oh, Niklas, das war aus. Guck dir an, Niklas, das ist ein W-Call gewesen. Smart. Was? Noch einer! Die waren gar nicht fertig mit beiden. Tschö. Bitte, Charles, hat sich einfach kurz verschont. Ich hab alles. Aber nur 5 Leute müssen dürfen sterben. Und das mit der Joris in mir. Ich kann wieder fighten. Okay, wo ist der Typ? Ja, das ist so eine komische Runde, ne? Was ist denn mit dem Joris? So gut ist echt nicht. Ich glaube ich auch nicht. Das sind Diamond Lobbys, Niklas. Du hast nur noch 20 Bills. Wenn die alle 3 Medaillons habt, Digga, dann hast du die Runde gewonnen eigentlich, ne? Du musst den Typ töten noch. Ne? 4 Leute will man nur sterben. Ja, du bist da. Komm, Niklas, hol dich hier! Oh Gott, Niklas. Nein. Der Typ ist tot. Er ist rausgeschafft. Ich muss so warten. Er wird in so einen Sterben eigentlich, oder? Der ist draußen. Da kann er draußen. Siehst du nicht unten rechts? Ah. Doch, guck mal da. Da. Ja. Wie hat er das rausgeschafft? Aber der muss raus sein. Ja! Oh ja, Trios! Okay. Ich habe auch noch vor Top 10 geschafft. Ich habe deine Aufgabe erfolgreich erledigt. Die Aufgaben gleich werden aber erst beschissen. Und außerdem hast du gar keine Mats. Weiß nicht, was du da versuchst. Ja, ohne mich als Carry an der Seite wärst du schon längst tot, würde ich sagen. Ja. Ey, Niklas, bleib mal 10 Sekunden stehen. Hallo! Es geht nicht. Ich kann das nicht mit dem Jetpack. Ich bin der schlechteste Jetpack-Spieler, glaube ich, auf der Welt. Digga, Top 10 Situation ist einfach Endgame, Junge. Okay, meine Aufgabe ist, deck dich erstmal hoch. Farm Loot oder sonstiges. Geht dich genau. Das Endgame wird richtig Spaß machen, weil du wirst auf High gehen, sage ich dir, mit deinen neuen Metal Worlds. Auf High? Ja. Hinter mir. Und bis dahin muss ich überhaupt überleben. Mit Jetpack, ins doch los. Husten dabei. Wie geht das? Mann, nein. Dieser scheiß Jetpack hat mich gegrieft. Egal. Ja, was war das für eine Runde? Warte, lass mal kurz schauen, was läuft das hier im Rank hier? Egal, wir haben Plus gemacht. Guck mal. Plus 10%, jawohl. So, Trios, du hast mich zwar probiert zu brechen, aber hast es nicht. Doch, du hast es geschafft. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.